Hallo zusammen. In diesem Video gehe ich darauf ein, wie man mittels Packages externen Code in ein CMake-Projekt einbinden kann. In CMake bieten Packages quasi ein Komplettpaket an Informationen über den im Package enthaltenen Code. Das betrifft neben Targets auch Variablen, eine Versionsnummer, Informationen über Abhängigkeiten untereinander und zu anderen Bibliotheken und so weiter. Wenn ihr externen Code in eurem CMake-Projekt verwenden möchtet, solltet ihr falls möglich immer auf Packages bzw. auf den gleich gezeigten Find-Package-Befehl zurückgreifen. Dann stehen alle benötigten Informationen direkt zur Verfügung und alle Abhängigkeiten zum eingebundenen externen Code sind genau definiert. Bei der Suche nach Packages gibt es in CMake den Module und den Config-Mode. Im Laufe des Videos werde ich zu den beiden Modi noch weitere Informationen geben. Prinzipiell muss man sich jedoch in den meisten Fällen um diesen Punkt keine allzu großen Gedanken machen. Letztendlich wird in beiden Varianten nur nach einer anderen Datei gesucht, die durch das Package bereitgestellt wird. Die gefundene Datei wird dann von CMake ausgeführt. Dabei werden vor allem Targets und Variablen definiert, selten auch Funktionen oder Makros, die ich in meinen Videos bisher nicht erwähnt hatte. Wenn eine Bibliothek CMake unterstützt und eine entsprechende Datei bereitstellt, findet ihr meist in der entsprechenden Dokumentation eine Erläuterung, wie ihr das Package in CMake einbinden könnt. Meist seid ihr ohnehin gezwungen, in der entsprechenden Dokumentation nachzuschauen, denn jedes Package definiert seine Variablen oder Targets ein bisschen anders, wie wir später noch sehen werden. So unterstützen zum Beispiel nicht alle Packages eine Versionsangabe. Daher ist ein Blick in die Package-Dokumentation meist unumgänglich. Klicken wir nun einmal auf das folgende Codebeispiel auf der linken Seite. In diesem Beispiel wird die Datei filesystem.hpp aus der Boost-Bibliothek inkludiert. Wir nutzen nun die dort definierte Funktion filesize, um die Größe der hier gezeigten Datei main.cpp auf der Konsole auszugeben. Damit der Compiler die Datei und damit diese Funktion findet, müssen wir nun in CMake die entsprechende Boost-Bibliothek mit unserem Target verlinken. Dazu gehen wir wie folgt vor. Zunächst verwenden wir den find-package-Befehl, um nach dem boost-package auf unserem Rechner zu suchen. Zusätzlich geben wir an, dass wir mindestens Version 1.5.0 des boost-packages benötigen. Möglicherweise existierende ältere Versionen von boost werden von CMake ignoriert. Ab CMake 3.19 kann auch eine Versionsrange angegeben werden, wie ich es auch im CMake Minimum Required-Befehl im dritten Tutorial dieser Reihe gezeigt hatte. Im Folgenden nutzen wir das Keyword Required. Dies zeigt CMake, dass dieses Package für das Projekt zwingend benötigt wird. Somit bricht CMake an dieser Stelle ab, falls es das Boost-Package nicht finden konnte. Ohne das Keyword Required würde CMake zwar ausgeben, dass das Boost-Package nicht gefunden werden konnte, würde aber trotzdem die CMakeList.txt weiter abarbeiten. Manche größeren Packages sind in Komponenten aufgeteilt, die einzeln geladen werden können. So muss nicht immer das komplette Package geladen werden, wenn man nur einzelne Komponenten benötigt. Um das im Code zu verdeutlichen, kann dazu das Keyword Components im findPackage-Befehl verwendet werden und darauf folgend die zu ladenden Komponenten, in diesem Falle FileSystem. Das Components-Keyword kann an dieser Stelle aber auch weggelassen werden. Es sind noch ein paar weitere Keywords für diesen Befehl verfügbar, wie zum Beispiel exact oder quiet. Dazu schauen wir uns einmal kurz die Dokumentation zum findPackage-Befehl an. Wer sich an dieser Stelle nicht für die genaue Auflistung aller Keywords und deren Bedeutung im findPackage-Befehl interessiert, nutzt am besten die Timestamps und springt direkt zum nächsten Abschnitt. Mit dem Keyword exact kann angegeben werden, dass man exakt nach der Package-Version sucht, die man zuvor angegeben hat. Im Beispiel von eben würde CMake also nach Boost-Version 1.5.0 suchen und einen Fehler ausgeben, falls nicht genau diese Version vom Boost gefunden wird. Mit dem Keyword quiet wird die Ausgabe des findPackage-Befehls unterdrückt. Wie zu Beginn des Videos bereits erwähnt, gibt es bei der Package-Suche den Module und den Config-Mode. Wenn der findPackage-Befehl wie an dieser Stelle gezeigt aufgerufen wird, wird zunächst der Module-Mode verwendet. Dabei wird nach einer Datei mit dem Namen findPackageName.cmake gesucht. Ist die Suche nicht erfolgreich, wird automatisch in den Config-Mode gewechselt und nach einer Datei mit dem Namen package-name-config.cmake oder der kleingeschriebenen Variante package-name-config.cmake gesucht. Wird jedoch das Keyword Module verwendet, so wechselt CMake nicht in den Config-Mode, sondern bricht die Suche an dieser Stelle ab.
Weiter unten in dieser Dokumentation findet sich die Langform des findPackage-Befehls, die zunächst den Config-Mode verwendet und deutlich umfangreicher ist. In diesem Video stelle ich euch jedoch nur die obige Kurzform des Befehls vor, die in aller Regel ausreicht und zudem von CMake empfohlen wird. Springen wir nun also zurück und schauen uns die beiden letzten Keywords an. Optional Components ist quasi das optionale Gegenstück zum Components Keyword. Die angegebenen Komponenten nach diesem Keyword werden nach Möglichkeit geladen, führen jedoch nicht zu einem Abbruch, falls die entsprechenden Komponenten nicht gefunden werden. Im Gegensatz zum Components Keyword muss das Optional Components Keyword jedoch verwendet werden, wenn man optionale Komponenten angeben möchte. Schlussendlich gibt es noch das No Policy Scope Keyword. Bei Verwendung von No Policy Scope wird die Erzeugung eines neuen Policy Scopes bei Verarbeitung der durch den findPackage-Befehl gefundenen Datei verhindert, was ansonsten standardmäßig geschieht. Das Thema Policies hatte ich im dritten Tutorial bereits einmal kurz angeschnitten. Allgemein solltet ihr dieses Keyword nur in sehr, sehr speziellen Fällen benötigen, wobei ich selbst bisher nie in die Situation kam, dass ich die Verwendung dieses Keywords in Betracht gezogen hätte. Ich würde daher auch den Zuschauern und die mit dem Thema Policies an dieser Stelle nicht so vertraut sind, einfach raten, nicht allzu viel Zeit in das Verständnis von diesem Keyword zu investieren. Springen wir nun noch einmal zurück in die cmaklist.txt. Die Variable boostFound wird durch den findPackage-Befehl angelegt und gibt an, ob das Package gefunden wurde oder nicht. Dies geschieht übrigens bei jedem findPackage-Aufruf und die Variable hat stets die Form PackageName-Found. Die anderen drei Variablen, boostVersion, boostLibraries und boostIncludeDirs, werden durch die gefundene und ausgeführte boostPackage-Datei selbst angelegt. In Boost-Version ist die gefundene Boost-Version gespeichert, Boost-Libraries enthält die gefundenen Boost-Bibliotheken, Boost-Include-Dirs gibt die Speicherorte der benötigten Header-Dateien an. Nach der Ausgabe der Variablen erzeugen wir eine ausführbare Datei Boost-Test und verlinken die benötigten Boost-Bibliothek mit unserer ausführbaren Datei. An dieser Stelle hätten wir statt Boost:// FileSystem auch die Variable Boost-Libraries übergeben können, wie wir gleich bei der Ausgabe der Variable sehen können. Bei manchen älteren Bibliotheken, die nicht mehr aktualisiert werden und oder falls man eine sehr alte CMake-Version vor 3.0 verwendet, muss man mittels Target Include Directories auch noch die zu inkludierenden Ordner boost-include-dirs mit übergeben. Boost übergibt mit boost://filesystem jedoch ein importiertes Target, welches alle benötigten Abhängigkeiten bereits gespeichert hat, wodurch dieser Schritt inzwischen entfällt. Nach dieser umfangreichen Erklärung schauen wir nun einmal auf die Ausgabe bei Ausführung des CMake-Befehls. Wir erstellen einen Bildordner und führen in diesem den CMake-Befehl aus. Auf meinem Rechner ist Boost bereits installiert. Falls ihr dieses Beispiel auf eurem Rechner ausführen möchtet, müsst ihr Boost ebenfalls installieren. Ich setze euch dazu einen Link in die Videobeschreibung. Der findPackage-Befehl gibt einige Informationen über das gefundene Boost-Package, wie zum Beispiel den Speicherort der eingelesenen Datei aus. Die boostFound-Variable wurde auf True gesetzt, dass CMake in der Lage war, das Boost-Package zu lokalisieren. In der Boost-Version-Variable ist die gefundene Boost-Version 1.7.1.0 gespeichert. In der Boost-Libraries-Variable ist das boost://filesystem-target gespeichert und die Header-Dateien für die Boost-Bibliothek befinden sich im Ordner User-Include. Kompilieren wir nun das Programm und geben es aus. Hier sehen wir nun, durch die Hilfe der Boost-Bibliothek, dass die main.cpp-Datei auf meinem Rechner 246 Bytes Speicherplatz verbraucht. Ich zeige euch nun noch am Beispiel der OpenCV-Bibliothek eine Möglichkeit, wie ihr innerhalb des C++-Codes überprüfen könnt, ob ein Package in CMake gefunden wurde oder nicht. Blicken wir dazu in die eben gezeigte cmakelist.txt-Datei. Ich nutze hier den findPackage-Befehl, um das OpenCV-Package zu suchen. Ich verwende an dieser Stelle weder eine Versionsnummer noch das Required-Keyword, da ich im Code selbst gleich keine OpenCV-Funktionalität nutzen will. Beispielhaft suche ich hier trotzdem nach den OpenCV-Komponenten Core und DNN. Genau wie beim Boost-Package geben wir auch hier die vier gezeigten Variablen aus. Wer diese Variablen mit den Boost-Variablen vergleicht, stellt fest, dass die Variable für die Bibliotheken OpenCV-Libs und nicht OpenCV-Libraries heißt. Bei Boost hieß diese Variable nämlich Boost-Libraries und nicht Boost-Libs. Ich erwähne das an dieser Stelle, um zu verdeutlichen, dass die Benennung der Variablen nicht immer einheitlich zwischen verschiedenen Packages erfolgt.
Anhand der OpenCV-Font-Variable überprüfen wir nun innerhalb von CMake mittels einer if-Verzweigung, ob das OpenCV-Package gefunden wurde oder nicht. Ist das der Fall, so verlinken wir die gefundene OpenCV-Bibliothek mit dem Target-OpenCV-Test. Ich mache das hier nur der Vollständigkeit halber, denn wie gesagt nutze ich keine OpenCV-Funktionalität innerhalb des C++-Codes. Das heißt, das Beispiel würde auch ohne diesen Target-Link-Libraries-Befehl funktionieren. Um nun innerhalb des C++-Codes zu überprüfen, ob es OpenCV gefunden wurde oder nicht, übergeben wir dem Compiler des Targets OpenCV-Test die Definition found OpenCV mittels des Befehls target-compile-definitions. Übergebene Definitionen haben immer die Form Definition bzw. Definition gleich Wert, wobei Kleinbuchstaben zwar erlaubt sind, aber nicht verwendet werden sollten. Denn Definitionen, die oft auch als Makros bezeichnet werden, werden im C++-Code in der Regel immer in Großbuchstaben geschrieben. An den Compiler werden dann diese über die Kommandozeile als -d-Definition bzw. -d-Definition ist gleich Wert übergeben. Beim MSVC-Compiler unter Windows wird statt des Bindestrichs ein Slash verwendet. Übrig regelt CMake solche Dinge jedoch abhängig vom Compiler automatisch. Definitionen können analog zu den bereits vorgestellten Target-Befehlen als Private, Public oder Interface übergeben werden. Blicken wir dazu nun in die entsprechende main.cpp-Datei. Mittels der Präprozessor-Direktiven ifdef, else und endif wird überprüft, ob die Definition found.opencv existiert oder nicht. Wie eben in der cmakelist.txt-Datei gesehen, existiert diese nur, wenn das OpenCV-Package gefunden wurde. Daher geben wir an dieser Stelle OpenCV found aus. Äquivalent dazu wird OpenCV not found ausgegeben, falls diese Definition nicht existieren sollte, also das OpenCV-Package nicht gefunden wurde. Meine Entwicklungsumgebung erkennt bereits an dieser Stelle, dass found OpenCV definiert ist, denn die Entwicklungsumgebung liest die cmakelist.txt-Datei ein und führt diese aus. Da OpenCV sich auf meinem Rechner befindet, wurde das OpenCV-Package gefunden und found OpenCV definiert. Daher ist auch die Ausgabezeile mit OpenCV not found an dieser Stelle bereits von der Entwicklungsumgebung ausgegraut. Schauen wir uns nun die Ausgabe des Codes an. Dazu führen wir wie gewohnt den CMake-Befehl aus. Das OpenCV-Package wird, wie wir hier sehen können, auf einem Rechner gefunden. Die Ausgabe der OpenCV-Variablen unterscheidet sich grundlegend nicht von denen der Boost-Variablen. Kompilieren wir nun das Programm mit Make und führen es aus. Wenig verwunderlich ist die main.cpp nun größer als zuvor, schließlich wurden ein paar Codezeilen hinzugefügt. Wie erwartet gibt unser Programm an dieser Stelle aus, dass OpenCV gefunden wurde. Möchtet ihr also als Entwickler überprüfen, ob ein optionales Package auf dem Rechner vorhanden ist und falls ja, auf dieses im Code zugreifen, so könnt ihr dies wie hier gezeigt tun. So stellt ihr sicher, dass das Package auch wirklich nur dann verwendet wird, wenn es auf dem entsprechenden Rechner existiert. Zum Abschluss dieses Videos noch ein paar letzte Anmerkungen. Fast alle größeren C++-Bibliotheken unterstützen CMake und liefern eine entsprechende Datei bei der Installation mit, um das Package in CMake einzubinden. Für Boost existiert dazu sogar eine extra Seite in der CMake-Dokumentation. Ich setze euch den Link zu dieser Seite in die Videobeschreibung. Aber selbst wenn eine Bibliothek CMake nicht unterstützen sollte, kann zum Beispiel eine findPackageName.cmake-Datei relativ leicht selbst geschrieben werden. Wie bereits erwähnt, sollte ein Entwickler wenn möglich immer auf die Package-Funktionalitäten von CMake zurückgreifen, um externen Code einzubinden. An dieser Stelle möchte ich euch kurz mitteilen, dass das vorerst das letzte CMake-Video von mir ist, beziehungsweise das letzte CMake-Video von mir, was ich ohne direkte Nachfrage von euch produziere, denn ich möchte mich nun erstmal einem neuen Thema widmen. Sollte jedoch Interesse an bestimmten CMake-Themen bestehen, die ich in meinen Videos noch nicht abgedeckt habe, wie zum Beispiel das Schreiben einer solchen findPackageName.cmake-Datei, werde ich dazu gerne weitere Videos erstellen. Den Code aus dem Video findet ihr wie immer auf GitHub und den entsprechenden Link dazu in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.